Quench alle Teuerer Gottes sehen. Aus nächste Hegi der Erklärung von der Katechismus mit Predia Davidek in Cuauhtémoc, Mexiko. Ganz schön war der Gottes sehen. Von wo einmal hier ans Teuerchen Teuer kicken down. Wir wollen wiedergehen mit der Ausleihung vom Katechismus. Wir senden diesen Thema hier bei Krieg von der Sendung von den Helden Jäs in der Allgemeine Genut. In einer Weg gesagt, wo der Helden Jäs ausgegeben war, dort ein Genudengeschenk ist, was in jeder einer kann haben. So, wir hatten in der Ferienlektion, da hatten wir bekickt Krieg, dass der Helden Jäs ein Ersatz hier von Jesus in die leibliche Gegenwart, dass dort versprochen worden wir und dass Jesus die Sinne, die dort beschenkt hat, nur dem dort Himmel und Himmel gefahren wir, wann er dort passiert, und wie früher uns dann aus der Heilige Geist bis allein der Apostel gegeben wird, wir sehen noch, Petrus hat gesagt, er ernt in Erde Kinder, also ob ein Krieg ernt in der anderen Generation, und wo viel immer noch der Herr der Teuer oben wird, da wird diese Versprechung, dass Gott sie in Heiligen Geist will da geben, da haben wir noch Freude und deuten. Und wir kicken noch hart einmal, was der Helge Jessin wirken und die Gläubige wir. Nun werden wir über wiedergehen mit der 32. Frau, so für die, was wir nun kicken tun. Wir sind ab Sied 34 nun, die 32. Frau durch, in der 5. Aufteilung, 2. Kapitel von der 3. Hauptstärke. Und nun werden wir nun wiedergehen zu diesem Themakrieg von den Helge Jessin. Wir fangen einmal an mit der 32. Frau, ab Sied 34, und du wirst uns so gefragt, was hat der Heilige Geist in der Apostel besonders gewirkt? Der Antwort sagt, er hat sie mit Guten ausgerüstet, das Evangelium alle Fälle zu predigen und dort mit Wunderdoten zu bekräftigen, zu bestärken, wenn wir in anderen Wort wollen sein. So. Die Schrift, die wir zu uns gegeben haben, ist Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 4, was wir uns alle in der Ferien, drei Viertelstunden lesen deuten. Und du sollst dort lesen, wie sie steht. Und sie waren alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und sie fangen an zu predigen und an zu sprechen, so aus dem Geist endlich aus zu sprechen. So, an sie Frau ist, und ohne wie gesagt, was ist den Heiligen Geist sehen wirken? Und, oder was hat der Heilige Geist und der Apostel besonders gewirkt? Oder anders gewirkt? Aus in mir und in die von denen, oder auch in jeder Gläubigen, den berühmtesten Prediger, den der Jemus gejäft hat, Evangelist, Ältester, Lehrer, was immer wir wollen sein, von der Apostel hier haben, den geratzten, begufsten Prediger, wo hat der Heilige Geist anders in der Apostel gewirkt, aus in den von denen, oder auch so in mir und in die. Wir wollen von denen mehr Tietbrücken kriegen, zu dieser Frau eine Antwort kriegt, denn ich will das hier ganz gründlich sein, zu erklären, was der Heilige Geist und der Apostel anders gewirkt hat und woran und so weiter. Wir leben von der anderen eine Zeit, wo die nie apostolische Lehre ist. Menschen kommen ab und sagen, ich bin ein Apostel, das war ein Herstellen von der Apostel. Ich bin ein Apostel Gottes und so wieder. Und viele versiegen dort, was in der Apostelgeschichte geschrieben steht, was der Apostel getan hat, dort versiegen sie nur zu tun, indem dort zu gehen und sein, dort er kann ein Mensch, wenn ich sterben lasse, dann kann ich den abweichen vom Tod oder alle haben Wunderschen, Tekens, was sie glauben zu tun können. Das wird nur getan, dort versiegen sie nur zu tun so, leider ist dort bis, dort nur gesagt worden, wenn wir das nur sehen, tun, dort sind aus dort viel Falschheiten, viel Lehrnis und viel Übertriebung abbringen, tun, wenn sie erst vertrauen, tun, wo sie so eine wunderschöne Tekens getan haben. So ein Krieg in so einer Zeit, und für diese Ursache, weil ich das für sie gründlich so zu erklären, Krieg den Unterscheid von Apostel, so stellen sie in die Jünger dort wir, und nur unsere Zeit von der und jeder Christ, jeder Kind Gottes und so weiter. Also eins sehen wir hier all. Was der Heilige Geist
in der Apostel besonders oder anders gewirkt hat, der hat ernt mit Guven utgerast, wie sein dort hier in Vers 4, in Apostel 2, den Heiligen Jesus hat ernt, der Heilige Jesus hat ernt gefällt, indem sie haben angefangen, in anderen Sprachen zu reden, in Zungen zu reden. So aus der Jesus ernt ut zu sprechen. Gerade wo ich in den 4 Stunden auf von Reden da, wenn wir hier wieder rauflesen, dann fangen wir dort hier wieder in 11 verschiedene redende Menschen gekommen, verschiedene Sprachen. Und aus der Heilige Jesus utgegutten wir in der Apostel gefällt wie mit den Heiligen Jesus, damit eins prägen sie. Und diese Menschen, das sind alle verschiedene Sprecher, Menschen, die können mit einem in ihrer Mutter sprechen, das Evangelium. Das sind die Kriegsichten, die Sterbenden, Begrüften, Abgestohlenen Jesus Christus. Die frohe Botschaft, kann wie sein, den können sie einfach verstehen, in ihrer Mutter sprechen. So wie sein und Hund von dort an all, dort der Heilige Jesus und der Apostel ganz besonders gewirkt haben. Das will ich begründen mit Folgendem. Kijk mal, wann von der ein Missionar zum Beispiel, der will nur Afrika oder nur Indien oder wo immer er ist, in ein Land anreisen und du Missionsarbeit tun. Und dort ist, und wenn dort in so ein Land ist, wo so eine Sprache geredet wird, was er nicht reden kann, dann macht so ein Evangelist, oder so ein Missionar, besser gesagt, der macht ab das wenigste Englischchen. Und mit Deutsch sprechen kann er dann sich eine Schule sehen, wo sie Deutsch sprechen lernen dann, wo so es geredet wird, wo er hinreisen will, wo er in den Missionsdienst kommt. So dann macht er erstmal Zeit nehmen, macht er sich erstmal Deutsch sprechen lernen. Na, wenn er Deutsch sprechen geliert hat, dann kann er da hinreisen, dann kann er gerne Menschen nur das Evangelium bringen, die frohe Botschaft. Der Apostel, der dürfen das nicht. Sie predigen hier mit einem, sprechen, die sie nicht geliert haben. Oder der Heilige Jesus wirkt dort durch ernt. Dort sei mit einem, der frohe Botschaft, wie wir sehen, in den Menschen hier, alle in ihre Mutter sprechen. Unsere Antwort sagt, zu was die Frau, erst von der, was der Heilige Jesus in der Apostel besonders gewirkt hat, die Antwort sagt, hat sie mit Guven utgerast. Das Evangelium alle fällt ja zu predigen. Und hier habe ich, hier soll wie dort ein all von vielen mehr, was der Heilige Jesus in der Apostel anders gewirkt hat, aus und mir, in die und so, aus in jeder Gläubigen. So vielleicht stellt sich die Frau, und ich will hier schon mal im Klimajob angehen, was ist ein Apostel für Hebs? Oder warum hat der Heilige Jesus in der Apostel anders gewirkt, aus in mir? Ein Apostel ist der Apostel, der wir in mancherlei Hinsichten haben, einzigartig. Dort meint, in welchen Hinsichten haben, wir sie für sich selbst. Gott braucht die für einen besonderen Zweck. Warum? Wenn es dann wie die Bibel noch nicht vorig. Und wie wollen wir noch mal abkommen, wo das Krieg meint, oder warum der Heilige Geist in der Apostel hat, unterschrieben. Nun werde ich einmal das hier mit dir bekehren, Krieg, wo der Heilige Geist in der Apostel besonders gewirkt hat. Der Zungenreden zum Beispiel. Zungenreden, der damalige Welt, das Evangelium zu sein. Ich bin ein bisschen betreut. Ich sage hier ein bisschen zu Wittigung, entschuldige mich. Wir werden nicht immer dort bekehren, was ist ein Apostel? Ein Apostel, das ist einer, ob den Grund von der Apostel ist, so anfänglich die neutestamentliche Gemeinde Jesu Christi gegründet. Das habe ich nur lesen in Epheser 2, Vers 19. Und ein Apostel, nächster ist ein Apostel, muss ein Augenzeuge von Jesus sein. Das habe ich nur lesen in Apostel 1, Vers 22 zum Beispiel. Das sagt Jesus, der du wiege dort, wo die Jünger taub werden und Judas wieder auch gewesen, aber hat Jesus verruht und hat Jesus das Leben genommen. Dann sind sie hier taub, krank, wo sie lüren da und sie das gerufen haben, Jesus an den Knien, was Jesus gesagt hat, sie sollen nicht von Jerusalem wegkommen, als sie das gekriegt haben, dann sind sie taub. Und dann lesen wir das durch. Und dort sei sich um uns erinnern, was im Alten Testament geschrieben steht.
In Ekklesiastes einmal von Vers 20 wieder, Apostelgeschichte 1, Vers 20 wieder, denn dort steht geschrieben im Psalmbuch, seine Behausung soll verwüstet werden, in China soll du werden wohnen, aber in sein Amt soll ein Ander kriegen. Nun höre ich, was er sagt. So macht nun einer von diesen Männern, der bei uns hier war, sind, die ganze Zeit Eva, als der Herr Jesus und ja uns nennen durchgegangen ist, von der Taufe von Johannes an, bei dem Tag, an dem er von uns genommen ward, mit uns Zeuge von seiner Auferstehung wurden. Was meint das Krieg? Ein Apostel muss ein Augenzeuge Jesu sein. Dort meint Krieg, dass seine physische Jungen Jesus gesehen haben. So muss ein Apostel sein. Und nun, weil ich hier auch sein wollte erklären, ich zum Beispiel, ich habe sehr, sehr klar, dass ich auch beraten sein, erwählt sein von Jesus, das Evangelium zu predigen und so weiter. Aber ich habe ihn keinmal nicht mit meiner physischen, diese Übung wurde zu ihr worden machen, wenn ich aber nicht, wo ich starren soll, mit Jesus weiterkam, dann machen die verwollen worden. Diese Übung, mit dieser Übung hat Jesus kommen gesagt. Der Apostel, der hoden dort über. Und der Apostel, der werden auch von Jesus selbst erwählt. Also einfach so, dass Jesus ihn selbst berufen hat. Schau mal, dort lesen wir in Matthäus Kapitel 10, lesen wir von, er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die anderen Geister, dass sie die Übertreibenden in in Holden, in Krankheiten, in Gebrechen. Also das sagt hier, er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreine Geister. Wir können aber auch zu dort in Klimit nur lesen, in Markus Kapitel 13, werden wir dort auch noch dazu lesen, dann wo ich dort wieder erklären kann, in Markus Kapitel 13, Vers 14. Und so fängt wie folgendes. Entschuldige mich, ich habe mich hier so für jeden treu. Markus 3, Vers 14. Und so sagt er zu dir. Und er sagt, 12 an, die heu auch Apostel nahen, dort sie bei ihm sein sollen und dort sei heu ein Utschak zu predigen. Okay. Ein Apostel muss ein Augenzeuge Jesus sein, das habe ich gelesen, Apostelgeschichte 1. Die werden selbst vom Herrn erwählt. Und kriegt dazu ein. Ich sage mir sehr überzeugt, dass ich von Gott erwählt sein, das Evangelium zu predigen. Und Gott sie direkt zu tun. Aber ich habe den Raub nicht über Lüdes gehört und nicht in dem, dass er mit meiner physischen Jugend Jesus gesehen hat. Der Apostel, die werden dort. Die haben Jesus gesehen und sie haben mit, einfach mit dem physischen Stamm Jesus gehört, wo Jesus ihn geraubt hat, zu diesen Dienst. Ein anderes ist, was ein Apostel ist, ihre Duden, ihre Predigten, die werden bestätigt durch Wunder und Wunderduden. In Apostelgeschichte Kapitel 3, wir können hier so, in Klimitje lesen, zu dit Krieg, wo Jesus oder Gott das bestätigen soll, dort sei Apostel wirn, dort was sie reden und so wieder. Wir lesen hier zum Beispiel in Apostelgeschichte Kapitel 3, du so, ich wollte nicht dort ganz eng lesen, du, aber wo ich auch was gesagt habe, das erste Kraktur, wo die Pfingstpredigt war, und wo sie dann predigen deuten, und wo dann mit eins das Wunder passiert, dort diese verschiedenen redenden Menschen, die Kunden einfach in ihrer Muttersprache mit eins das Evangelium so hier. Und über, dort wie ein Wunder, was hier passieren deut, wir sind niemals gewarnt zu der damaligen Zeit. Eine andere steht, weil ich auch lesen, dort ein Apostel bestätigt war, der ich tegens ein Wunder, also dort noch bekräftigt war, dort sage ich ja unsere Antwort, auch der redet auch von, alle Völker das Evangelium zu predigen und dort noch mit Wunder duten zu bekräftigen, zu stören. Hier lesen wir in Apostelgeschichte 5, Vers 14 und 15 und 16, wo ich immer lesen. Check mal.
dass du mehr über was die Soul von Deuten und den Herrn glauben, eine Menge Männer und Früh ist, sodass sie die Kranke sogar ab großen Rüttrühen und ab Baden in Läden, in der Rüttrühen damit, wann Peutus schon wenigstens sind Schatten und ab angefangen Ernt voll. Und dort schäumen auch viele, uit de stede ram van Jeruzalem en brachten kranke en zonen die met andere in de jester gepleegd werden en die met buizen jester gepleegd werden en alle waren gezond. Kijk, want hier is een ganz besonder teken van een apostel. Toen onze antwoord wat hij zegt, dat het met wonderdoeten bekraftigd wordt. Dat wat ze predigen deuten. En hier lezen we dat van, en dit wordt ganz besonder, zodat de kranke een paar ruitje gedreigd worden. Du merkst, wenn Peutus schäumt, wenigstens sind Schatten, ab angefangen ihren Fall. Wo erst von dir und ein berühmter Prediger, Lehrer, Ältester, wird immer nur als Evangelist, Missionar, oder wer sich auch Apostel nennt, wird immer diese Menschen sich alles nennen von dir. Wo erst einer, dem sind Schatten eben kranken, wird übertragen und daran, was gesund wird. Wie der Apostel wird auch durch. Wir sind hier mit diesen Gedanken, krank, wo hat der Heilige Jesus in der Apostel besonders gewirkt? Hier sei wohl eint. Das lesen wir hier wieder. Und da schäumen auch viele Leute Städte von Raum Jerusalem, brauchen Kranke. Und so nicht mit anderen, die jetzt gepflegt waren, in Hart, was er hier sagt. Und alle waren gesund. Wo ist der ein sogenannter Apostel oder Prediger, Lehrer, Ältester, Missionar, was immer er ist, der alle Menschen konnte gesund machen. Und wenn du vielleicht die Tür hast oder die Tür gehst, dann sagst du, du bist dort, dann mag ich dir das sagen, von wo Gott ist her, dort ist Lehen, wir sind Jäfte nicht. Dort hat Gott bloß durch die Apostel gewirkt, das Wort Gott findet er nicht mehr so wirken. Er kann dort, und er wird aber nicht. Wie ist er brückt, das findet er noch nicht mehr. Wie kommt noch du abgereicht? Ich will hier so inzwischen eine ganz besondere Betonung machen. Ich will dir das hier erklären, den Unterschied von den Apostel und nur jeder Kind Gottes von der und unserer Zeit. Dass ich dir das erklären, weil ich Gott nicht Klander merken. Und ich werde nicht übertäuschen, dass bei dir Gott irgendwo klander wird worden, oder dass die irgendwo den Eindruck kriegen, Gott ist nicht mehr von dir und der selbe Gott, was er dann wir, oder Gott kann von dir nicht mehr die Tätigsten, die Stimme, was er dann getan hat, die mich bei Kranken gesund merken, Todesabweichung und all das Ganze. Gott ist der selbe Gott. Ich werde spüren, dass Gott bis gerade muss werden bei mir und bei dir, der ich das. Und ich werde hier bei neuen Sachen von Apostel erwirken, nur ohne Gläubige erwirken von dir. Wen ist das eine Verwirrung von dir? Das ist eine Irrlehre von dir, wo du in der Christenheit sich verbreiten darfst. Und Menschen, wo du glauben, Wunderstellung und Todesabwarten und so weiter. Und hier ist das Wunder von Petrus. Alle werden gesund. Wir können dann wiederlesen von diesem Wunder, was der Apostel getan hat. Aber wir wollen bald noch ein Klimatumlauf kommen. Wir werden nicht ein Klimatgedicht kriegen. Der Apostel, was als ein Apostel, der hat absolute Autorität gehabt. Also dort mein Charakter ist aber einfach die volle Autorität, wenn wir an die Korinther Erbräuf denken, und dann merken wir dort, wo die Korinther Respekt haben für Paulus, wegen sie haben nicht gesehen und gehört. Paulus hat die volle Autorität. Und wir lesen das sogar in Kapitel 5, Vers 17, Vers 21, auch in Judas, Vers 17. Aber besonders in 1. Korinther 5, Vers 17 lesen wir, wo sagt Paulus, soll er in den Jünger kommen, Vers 21, sagt er, mit Leif tut er jetzt, oder soll er im Moment Stock kommen? Der hat Autorität, ein Apostel. Der Apostel hat auch eine Anerkennung. In Matthäus Kapitel 19, Vers 27, Vers 28 lesen wir dort, seine jüngere Frau und Jesus, was sei du für Hahn, dort sei alles verloren seinen Arm nur gefolgt haben. Und dann sagt Jesus zu ihr, dort sei wollen in diesem jüdischen Reich mit Arm taub setzen auf die 12 Throne und rechnen die 12 Stamme Israels. Das sagt Jesus das Krieg. Vers 28 in Matthäus 19. Jesus übersehe zu ihr, wahrlich, ich sage Ihnen, jeder, die mir nur gefolgt sind, waren bei der wahren Geburt, also mein Krieg, der wahre Geburt von was hier redet, als von Jesus wird wahre kommen, setzen ab die 12 Throne von seiner Herrlichkeit und auch setzen ab die 12 Throne, wenn die Menschen sehen, was setzen ab den Thron von seiner Herrlichkeit, auch setzen ab die 12 Throne und rechnen die 12 Stämme Israels.
Wir können dort auch lesen in Offenbarung 21, dort der Apostel ewige Autorität hat. Du sagst, der Rede von der Nähe Jerusalem, der Golden Stadt und so weiter. Und dort sagt du so, dort diese Stadt, der hat 12 Grundsteine. Und ich lese dort im Vers 14 in Offenbarung Kapitel 21. Und der Mir von der Stadt hat 12 Grundsteine und abernt die 12 Nomen von den 12 Aposteln des Lammes. Jesus, seine 12 Apostel, die waren dus auf die Grundsteine von der Nähe Jerusalem senden. Ewige Anerkennung. Wir sind hier in den Gedanken, Bern, was ist ein Apostel? Und aber auch Apostel, der hat auch eine besondere Erkenntnis. Zum Beispiel, wir lesen in 1. Korinther Kapitel 13, du hast hier dort Kapitel von der Leib. Du so lest wie Vers 8, dort irgendwelche Dinge abhören wollen. Und check ich mal hier, sagt dort, dass der Leib wird niemals abhören, wo doch der prophetische Reden abhören wird, und wo doch der Zungenreden abhören wird, in der Erkenntnis abhören wird. Nun, was meint das? Wir lesen, auf viele Orte steht im Neuen Testament, der dort wie es Christus, kein Gottes Wissen sollen, wir sollen Wissen und Tonnehmen in der Erkenntnis. Und hier ist über der Rede von, dass der Erkenntnis abhören wird. Was ist dann nun krank hier? Check mal. Das ist auch krank, der Apostel, der hat eine besondere Gabe, das Wort zu erkennen. Zum Beispiel, aus der Bibel top gestellt worden, da war ich zu der Apostel zu tun. Da wir in der Gott bloß schreffen, was von Gott inspiriert sind. Als wir das Thema haben von der Heiligen Schrift, dann haben wir dort, wir von Gott inspiriert. Du wirst viele schreffen, du wirst viele Schriftrollen aus der Bibel top gestellt worden. So, nun muss dort geprüft werden. Alle Schriften, die top gebracht worden, muss dort geprüft werden. Ist das Gottes Wort? Diese Rollen, diese Schriften, ist das von Gott inspiriert? Und wenn das nicht von Gott inspiriert wird, dann kommt dort nicht in die Bibel näher. Und diese besondere Erkenntnis hatten der Apostel. Sie hatten besonders, sie waren besonders ausgerüstet mit dem Heiligen Geist, zu dem besonderen Punkt, dass sie prüfen können, ist das Gottes Wort und ist das nicht Gottes Wort. Und das kriegt die Unterscheidung von der und jeder Christ, ein Apostel, von der und brückt das nicht mehr. Dort die Öls von der Schreffen sind, dort die Frau aus die hier in der Bibel und die hier in der nicht. Die Bibel ist vorig. Wir lesen in der Matthäus, in Offenbarung Kapitel 22, du so falsch 18, 19, lese ich auch klar. Klar, die Bibel ist vorig. Wer du wird wachtet, er wird taudown, wird ab dem wird kommen. Die Bibel ist vorig. Von dem Bruch Gott diese Guv nicht mehr, was der Apostel hat, die Schrift zu erkennen. Und das wie auch, was einen Apostel einfach so hier in Deutsch. Nun gut, wie über den Timothy wieder, wo er eh schon mit dir angetast hat, dort der Apostel in Montjale sich an einzigartig will, und auch dort sie können auch in Zungen reden, also die damalige Welt, ohne zu sprechen, gelehrt haben, können sie auch das Evangelium verkündigen. Und nun kommt wie wieder, und noch einmal ab Bittkreiten ab, dort ihre Rede wird auch mit Tekens und Wunders bestärkt. Und nun werden wir noch einmal wieder lesen, Apostelgeschichte Kapitel 19, mit Meier noch krank, zu Wort der Apostel besonders, der Heilige Geist in der Apostel besonders gewirkt hat. 19, Vers 11 und 12, ich lese das einmal so steht. Und Gott wirkt nicht geringe Duden durch die Hänge von Paulus. Also hier wie auch nicht Petrus, ihr schloss wie Petrus, Kapitel 5, hier also bald Paulus. So hielten sie auch der Schweidecker und andere Decker, der ab seinen Hüten gewahrt werden, über die Kranke, und die Krankheiten verleuten von Ernt, und die Beuse Gäste füllen mit Ernt rüht. Ganz was gewolltet. Wir sehen in diesem Timerband, was hat der Heilige Geist und der Apostel anders gewirkt? Oder besonders? Hier lesen wir, dort Gott nicht geringe Duden gewirkt hat durch Paulus. Und er sagt da so, dass es sogar Schweidiger, wir können von der sein, wie der Kadrin, zeig. Was an Paulus in Körper ist, wo gewahrt werden, was haben sie in Körper gedreht haben, der hielten sie taub. Und der Bieter Kaden, der Bieter Seich, der deuten sie unter sie Kranken an, in der Krankheiten, verleutende Menschen, in der Beuse Jesu, fühlen der Rüth. Wo ist von der? Einer, der sich nannte Apostel. Oder einer, der du vielleicht sagst, er kann all die Ticken sind, wo der Stimme der Apostel tun haben. Todes abwarten, Kranke gesund merken, Lume gut merken, was du ja nicht aufgehen könnt, abstehen und so weiter. Wo ist einer, der vielleicht mit Peter Seich, was er an seinem Körper auf uns geschirrt hat, der kann ohne Menschen leben, ohne Menschen wollen, der kann krank uns schieren,
und die Krankheiten wurden verloren und bei sie Jesu wurden die Ried vor. Ich will ab irgends, dass wir das verstehen, dass wir noch nicht irregeführt sind, dass wir nicht ans Loten irregeführen von so einer Wunderdonner, was wir finden in der Welt mit Müll, große Bächen liegen sein, was alles für Wunderdonner sind. Gott ist derselbe Gott. Er kann auch derselbe Tegen sein, was er dann getan hat, wo er der von dir nicht mehr, warum nicht, wenn er brückt dort nicht mehr. Die Bibel ist vorig. In der damaligen Zeit wird die Bibel noch nicht vorig, und dann brückt er diese besondere Weh, was er mit Apostel getan hat, in die von dir brückt er dort nicht mehr. Noch eins, klar, was der Heilige Jesu Apostel besonders gewirkt hat, ist die Prophezeiung bestätigen, dort der Heil, dort Heil von den Juden kam. Wir können zum Beispiel lesen in Johannes Kapitel 5, Vers 22, du so lesen wie, wo Jesus mit der Samaritischen früh im Baum sagt, und dann sagt Jesus, so ja klar, sagt er, dort Heil kam von den Juden. Ich lese dort einmal einfach so steht, in Johannes Kapitel 5, Vers 22b. Er sagt Jesus, steht, die wollten nicht, was die anbeten, wir wollten aber, was wir anbeten, denn dort Heil kam von den Juden. Das wie auch für euch gesagt worden, von dem Prophet Jesaja und auch ab vielen Orten stehen wir im Verrückten gesagt worden, dort hat Heil von den Juden, ich habe dort meinen Charakter, dort dort kriegt diese Sendung von den Helden, die erste allgemeine Genot, dort hat erst wurden nur die Juden kommen und von den Juden wurden sich dort so verspreiden, nur all die anderen Völker. Und das, was Jesus hier meint, hat Heil von den Juden. Jesaja Kapitel 2, Vers 3 und auch ab vielen Orten stehen, tja, wir dort einfach lesen, wo dort, dort geschrieben steht. In Kapitel 13, Vers 11, du kannst auch noch einlesen in der Apostelgeschichte von Wunder, was der Apostel getan hat, zu der Apostelzeit ganz besonders. Zum Beispiel, du so lesen wie in 13, Vers 11 in der Apostelgeschichte. Und nun kiek, der Hund von den Herren kam über die, und du sollst blind sein, und der Sonne eine Zeit lang nicht sein. Ab da steht voll Dunkelheit und Distanz ab Arm und er ging am Herr und sagt jemand in der Arm und Hand fort. Hier wird ein Wunder, was Paulus deut, dort hier ein Mensch, den sie nun wir in Zauberer Elimas, und du hast den blind merken deut. Einfach, Paulus deut einfach so und er merkt den einfach blind. So bloß zu begründen, krieg von Dinge, wo die Helde Jesus und der Apostel Onasch gewirkt hat, aus in mir und in die. Und das Krieg, was er gesagt hat, die Prophezeiung zu bestätigen, dort heilt er von den Juden. Dort wird ganz besonders, was Gott bewiesen will, durch der Apostel und aus der Apostel ihr Leben nicht durch wir, du erst so gesagt, dort um vor einen Apostel in dem Sinn, wo er in Jesus in die Tiet wird, oder auch in der Apostel Tiet, dort erst Schluss du. Gerade der Wunder, ich habe auch gelesen, was der Apostel getan hat, zum Beispiel den Tod von Hananias und Sapphira in Apostelgeschichte Kapitel 5. Also wir können vieles, vieles lesen. Und noch ein Ort, wo der Heilige Geist in der Apostel besonders gewirkt hat, dort den Menschen, der ich dort Hand ableihen von Apostel können, den Heiligen Geist kreieren. Wir lesen dort zum Beispiel in Apostelgeschichte Kapitel 8, Vers 17, du so wie in der Samariter zum Glauben gekommen und die haben sich taufen lassen in den Hoden, aber noch nicht den Heiligen Geist gekriegen. Und ich lese da einmal einfach so steht in Apostelgeschichte Kapitel 8. Ich lese davon Vers 14 und wieder einfach so. Als über der Apostel Jerusalem in Jerusalem hier, dort Samarien, dort wurde Gottes angenommen worden, schickten sie nur ihren Petrus und Johannes, so wie ein zwei Apostel. Die kamen ab und beten für ihren, dass sie den Heiligen Geist kriegen, denn der wir noch ab keinem von ihren gefallen, sondern sie werden allein getauft ab dem Namen von den Herrn Jesus, du lehnen sie den Hängen ab, ernt, und sie kriegen den Heiligen Geist. Das hat der Heilige Geist in der Apostel besonders gewirkt. Und das deutet Gott, wie meint dort hier die Samariter, die werden hier zum Glauben gekommen, die haben sich die Wut der Taufe taufen lassen, haben aber noch nicht mal den Heiligen Geist gekriegt. Nun muss ein Apostel kommen, der hängt ab den Leiden, dass er den Heiligen Geist kriegen. Warum? Kriegt das zu bestätigen, das Heilkämpf von den Juden. Du wegen der Gott, hier so über so eine Weise, was das kriegt, handeln. Und noch ein anderes erst hier, hat Jöf an erster Stelle ernte den Befehl, dass sie sollen taufen gehen. Nur Matthäus Kapitel 28, Vers 19 zum Beispiel. Hat Jöf ernte den Befehl. Wir lesen hier zum Beispiel in Johannes,
Kapitel Feuer, ich will kurz einmal checken, 14, in Johannes Kapitel 14, Vers 12, da lese ich eine interessante Vers, wo Jesus sagt, Wollte ich sagen, wer an mich läuft, der wird die Worte tun, der ich tue, und wird noch geratere aus dieser tun, den ich gut umfuhre. Du stellst uns gleich vor, die Frage, ob was sind, die geratere Worte, die ich tun will. Das ist eine von dir. Check mal. Er gibt seine Jünger, nicht bloß, dort wird das für uns finden auch, aber er gibt seine Jünger den Befehl, sie sollen alle Welt angehen und das Evangelium predigen und alle Felder taufen am Namen vom Vater, vom Sehen und vom Heiligen Jesus. Jesus selbst, er hat Gott getauft. Wir lesen dort zum Beispiel in Johannes Kapitel 4, wenn wir so Vers 22 zum Beispiel lesen, down in 23, du lesen, wie du noch kommst, Jesus mit seinen Jüngern in das Land Judäa und bleibt dort eine Weile mit ihnen enttauft. Johannes übertauft auch noch in Enon, dich bei den Salim und so weiter. Und aber wenn wir dann checken, down in Vers 2, nach Johannes Feier, 3 Vers 2, finde ich, habe ich nie gelesen, aber wenn wir 4 Vers 2 checken, down, dann sagt das so. Ich will eigentlich 2 Orte lesen. Als Jesus erfuhr, dass die Pharisäer zu Uhren gekommen wären, dass er nicht mehr die Jünger Mürk enttauft aus Johannes, Vers 2, obwohl Jesus nicht selbst tauft, sondern seine Jünger taufen. Check mal. Hier ist es klar. Jesus selbst hat nicht getauft, sondern seine Jünger haben das getan. Und das ist, was der Heilige Geist besonders gewirkt hat, durch der Apostel anders aus mir und in die von dir. Und aber auch, in 2 Vers 41 in der Apostelgeschichte, du lest wie auch, dort du 3000 Stück auf einmal zum Glauben kommen. Du wirst das Evangelium gepredigt, und dann sagt er, du, wenn du das Wort annehmen, Leute sich taufen, und ab diesem Tag, und an diesem Tag werden du tun, etwa 3000 Menschen. Gerade Dinge aus Jesus. Ohne aus mir und die von dir. Die Toten von der Apostel. Wo ist von dir an? Wir würden das vielleicht gleichen sein, aber wo ist von dir an? Mit einer Predigt, dass 3000 Menschen sich waren bekehrt. Von dir an schien das mehr so zu sein, als sie mit 3000 Predigten holen, aber eine soll sich bekehrt. Aber der Apostel sieht wieder anders. Eine Predigt, da bekehren sich 3000 Menschen. Was hat der Heilige Geist in der Apostel besonders gewirkt? Was meint der Johannes 14, Vers 12, dass die wollen diese tun und noch gerater als ich, was Jesus zu sein hat? Ich hoffe, ich verstehe das. Das empfehlt mir, erst was der Apostel anders tun hat, oder was eigentlich so, wie kann sein, was der Heilige Geist in der Apostel anders gewirkt hat, als in mir und in die von dir. Nun stellt sich vielleicht die Frau und die sagt einer der andere vielleicht so, was meint dort gerade? Warum hat der Heilige Geist in der Apostel anders gewirkt, als in mir und in die von dir? Weil einmal, dort heute, zu der Zeit, wird die Bibel noch nicht vorig. Und Gott musste bestätigen, was gesagt wird, dass Heil von den Juden kommt. Und Gott brucht dieses besondere Gut mit der Apostel, um die Hort gewordenen Juden, dass die sollen glauben. Durch wunderschönen Tekens. Und ein anderer ist, dass wir eine Übergangszeit von der alttestamentlichen Zeit nur die neutestamentliche Zeit. Von der Zeit von Jesaja nur die Zeit von Genod. Und eine Übergangszeit, wo noch nicht so alles so ganz klar wie wird in der neutestamentlichen Zeit gerade gut sein. Und wir lesen durch, dass der Apostel diese viele Wunder tun hat, um das zu bestätigen, gerade dass das wie Gott seine Apostel, Jesus seine Jünger, der Apostel, wird Gott besonders brücken, um das zu bestätigen, wo das ewig gut ist, und auch dort, wo Gottes vorig gemerkt wird. Von du wieder, du lesen wir dann bloß alle Wehen, dass sie kommen zum Glauben, und dann schreien sie den Heiligen Geist, zum Beispiel in Epheser Kapitel 1, Vers 13, 14. Und alle Wehen, auch sogar von hängenden Apostelgeschichte, du kannst ja lesen, die Menschen kommen zum Glauben, und dann schreien sie einfach den Heiligen Geist. Du dürfst nicht mehr irgendwann zum Prediger kommen, dass die hängen bleiben, dass sie den Heiligen Geist können schreien, oder die müssen sich auch nicht taufen lassen, damit sie den Heiligen Geist können kriegen. Dann, als sie zum Glauben kommen, dann kriegen sie einfach so den Heiligen Geist. Und in der Apostel hat der Heilige Geist das ganz besonders gewirkt. Und wir sagen, dass du dann ungefähr dort anders ist. Und noch einmal, ich möchte dir das Wort beschreiben, mit dem Tod von der Apostel, als dort umt von den Apostel, in dem Sinn, wo er zu Jesus in die Zeit oder zu der Apostel, die er Schluss mit dort. Von der an kann ein Apostel vielleicht gesehen worden in der missionarischen Gruppe, wo
Wenn wir zum Beispiel denken, dann wurden die Apostel müssen tun, die kämen woher, die wurden Gemeindes hier gerinnt, und dann mussten die vielleicht einen Fehler tun. Die mussten vielleicht predigen, vielleicht sagen, was mit der Sinn der Schuld tun soll, die mussten vielleicht nur die Geldkosten aposteln, sondern wir einfach guben, Fehler zu tun, damit eine Gemeinde starten kann. Und dort erst die von deren Ort in den Missionarfährten zu sein, erst, dort der Gute vielleicht erst, dort er dort alle tun kann, einfach damit eine Gemeinde kann entstehen. Und vielleicht nicht, wo du vielleicht noch nicht verschiedene Guben sein oder Bräute vielleicht angesagt sein und so weiter. So, wie sollen du schon den Unterscheid von den Heiligen Jesuiten wirken in den Apostel und von den Jedengläubigen von der? Nun, ein paar Gedanken mal, der Tor, was der Heilige Jesus deut in Dad, deut in den Leben von den Apostel und von der und auch in uns Dad zum Beispiel. Er schenkt ihnen die Guben in Tungen zu reden und zu weissauen und zu predigen. Er schenkt ihr den Guben, der damalige Welt hat, Evangelium zu predigen. Das mein Charakter, dass sie einfach busig können und die Sprache gelehrt haben, das Evangelium verbreiten, dass Jesus abgestohlen wird und dass Erlösung vor ihnen fall wird. Vor ich wird. Und er schenkt ihr den Guben, der Gotteswunder zu tun, nur Markus Kapitel 16, Vers 15 und Bad 20. Du kannst wie dort Portkrakjok lesen, einfach so. Und dort hat auch an erster steht, ganz besonders mit der Apostel zu tun. Sagt es dir, die Tegen, über die du folgen wollen, die du glauben, sind diese. In meinen Namen wollen sie bei sich Gästen übertrieben, in ihren Tungen wollen sie reden, Schlangen mit Hängen abheben, und wenn sie irgendwas Tödliches getrunken haben, wird ihnen dort nicht schulden, und ab Kranken wollen sie den Hängen leiden, und die wird auch was Beter mit ihnen wollen, und so wieder, und nur dem der Herr Jesus das gesagt hat, wird er abgehoben, er fuhr dann im Himmel, und sie trocken dann drei in Predigen in alle Städte, und in der Herren wirkt mit ihnen, und bekräftigt dort Wut mit den folgenden Tekens, und so wieder. Du fährst, als ihr dreht, von 15 zum Beispiel gut haben in aller Welt, predigt das Evangelium alle Kreaturen, wer gläubt und gläubt wird, was soll ich werden, wer über nicht gläubt wird, verdammt wird und so weiter. So dort, als bis in die Begründung kriegt, er schenkt besondere Guben einfach so für die Apostel. Und wir wollen nun eine Stadt wieder gehen, und die nächste Frau fragt uns so, die 33. Frau in einem kleinen Katechismus, auf die 34. Sollte nicht nur besonders das Volk Israel berufen werden, also soll nicht mal besonders das Volk Israel berufen werden, der Antwort sagt, no. Die Juden muss mal am ersten Wort Gottes gesagt werden und nachher auch der Herden. Hier haben wir angegeben, Apostelgeschichte 13, Vers 46, nur lese ich folgende. Paulus und Barnabas über, sehen frei in Ub. Jüd muss dort Wort Gottes zuerst gesagt werden. Du jüdet über von jüdisch steuten und holen jüdisch nicht selbst verwürdigt, dort auf ihr Leben, check wie drehen uns nur die Nicht-Jüden oder nur die Herren. Zu unserer Frau krieg, als nicht bloß besonders der Volk Israel beraten wir, sei wie hier so, no. Dort muss bloß erst die Jüden gesagt werden und dann aber auch der alte andere Völker. Und hier lesen wir krieg dort, sie gehen nur die Jüden. Wir können dort auch so ein lesen, wenn wir in der Evangelien lesen, einmal war da, wo Jesus seine Jünger rückcheckt, nur dort folgt, dann sagt der Emma, gut nur die Juden. Gut nur die Juden. Und über, Tegorolats, also ich sagte, die Juden aus allgemeinem Volk, dort einfach nicht angenommen haben, dort von sich gestartet haben, Jesus aufgelehnt haben, dann sagt der Tegorolats, Vers in den Himmelfall, gut in alle Welt, und predigt alle Völker, Evangelium, und so wieder. So, dort allgemeine Judenfalk, dort lehnt dort auf. Aber Jesus, wie gekommen, wir können dort lesen in Matthäus Kapitel 15, du wurde in der kananäische Früh, zu Abend zum Beispiel roben dort und fragt nur Help für ihre Tochter, der du vom bösen Jeschlamm geplagt wird, sagt er du, extra ein Morgenscheck, falsch fahren, finde ich in Matthäus 15, extra ein Morgenscheck, der die verlorene Schub vom Haus Israel. Und dann sagt er falsch, sagst du nicht, dort ist nicht reich, dort man die Kinge ihr Brot nimmt und schmiert dort Pferde hin. Also wir sagen hier, sei ja klar, Jesus hat das ganz klar, die Juden, wie Gott sind in der Welt folgt, und von daher, wie er hier kommt, das Erste. Und so, deswegen sagt er immer, die Kinge, gut nur die Juden, gut nur die Juden. Wir können dort lesen von ihm. Und der Apostel leitet am Anfang so, wenn sie nun in die Flasche stehen können, dann sagen sie, erst in die Jüdenschule, dann gehen sie in die Jüdenschule nennen, und dann werden sie durch, versägen, das Evangelium zu verkündigen. Das hat alles mit dort zu tun. Das Jüdenvolk, das Gott sich nicht der Welt folgt. Und dann muss dort erst das Evangelium gesagt werden und dann von dort wieder einfach auch dann auch all die anderen Menschen. Und dort hat er auch einen Zusammenhang mit, was wir hier gelesen haben, in Saß 10, Vers 4 in der Apostelgeschichte, wo er euch gesagt hat, das Heil kommt von den Jüden.
erste der Juden, von dem muss dort rückgespreut worden, einfach nur alle Unterfälle. Und das ist auch die Ursache, warum die Apostel mussten kommen, zum Beispiel hängen ableihen, abfehlen, was wir in der Apostelgeschichte so lesen können, dass sie können die Gufe vom Heiligen Jesus sehen. Bloß dort, das bestätigen, das Heil, kommt von den Juden auch die Gufe von den Heiligen Jesus, dass sie dort können haben und so wieder. Also, erstens wieder für das Volk Israel und über Tegorlas, also einfach für alle Menschen. Israel soll Gottes Missionsvolk sein. Nur Jesaja 49, Vers Johannes 4, 22, was ich euch gelesen habe. Und dort halt von den Juden, Matthäus 7, Vers 6, 15, Vers 26, was ich euch gelesen habe. Auch Apostelgeschichte 13, Vers 46 und auch 47. Über auch für dort Heldenvolk. Und auch für uns. Zum Beispiel Cornelius der Hauptmann in Apostelgeschichte 10, wo ich euch gesagt habe, Vers 34 und 35, wo auch die Menschen können, die Gruppe von den Helden Jesu haben. Nun soll doch jeder sein Erlösungswerk annehmen und wahrlich sein, sich säulich zu wollen und sich gerade zu looten, wenn es dort erst das allerbeste Geschenk, oder? Zum Beispiel, kann einfach den Helden Jesu, die Persönlichkeit von der Dreieinigkeit Gottes in uns kann haben, dort erst doch ein gewolltes Geschenk, einfach so. Und wir gehen dann ein wieder zu der vorhandenartigsten Frau, und du fragst uns das Wort gerade. Will an Gott, dass alle Menschen sollen säulich werden? Die Antwort sagt, jo. Gott will, dass alle Menschen gehalten werden und seit der Erkenntnis von der Wahrheit kommen. Nun habe ich die Schrift angegeben von 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 4. Und du sollst lesen wie folgendes. Wenn du haben will, dass alle Menschen gehalten werden oder gerat werden, je nachdem, was Adam wird, wir lesen dann, und seit der Erkenntnis von der Wahrheit kommen. Und die Frau ist das gerade, will Gott, dass alle Menschen sollen säulich werden. Also, dass alle Menschen erkennen, säulich werden und die Gute von den Helden, yes, das ist all die Meinung, die nur kennen haben. Will Gott dort. Ja, yeah. Das sage ich hier sehr klar, heute werden alle Menschen gehalten worden und sollte der Erkenntnis von der Wahrheit kommen. Und so kann ich einfach sagen, dass Gott will, dass einfach dass alle Menschen soll gehalten werden. Die nächste Frau ist dann, sind alle Menschen erlöst? Und ohne wie gesagt, können alle Menschen erlöst werden? Der Umput sagt, jo, Gott, Christus hat sich selbst gegeben für alle zu der Erlösung. Und das habe ich auch, du Vers 6, in 1. Timotheus 2, Vers 6, nur lesen. Die sich selbst gegeben haben für alle zu der Erlösung, dort das zu sehen, die Predigt war. Das wird ganz besonders. Wenn das Wort hier steht, sich selbst gegeben haben für alle zu der Erlösung. Wir lesen Vers 4, wo wir haben, weil dort alle Menschen sollen gerat werden und zu der Erkenntnis von den Worten kommen. Und dann sagt er, Vers 5, dann dort ist ein Gott und ein Mäler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch, Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zu der Erlösung, dort dort in der Zeit gepredigt wird. Also, Gott will, dass alle Menschen gehalten werden und die Menschheit ist für alle durch. Aber die Menschen nehmen dort nicht alle an. Da kommen wir noch mit der letzten Frage und Antwort eigentlich gleich ab. Also, diese Frage ist gleich, ob alle Menschen kennen, gerat werden, sei wie ein Sjo. Und das sagt die Bibel einfach, es ist dort. Jesus hat sich für alle handelt. Wir haben hier noch eine Schrift, steht Römer 5, Vers 18. Und du sollst lesen, wie es steht. Wenn du durch den Sinn von den einen, der Verdammnis für alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit von den einen für alle Menschen der Reichweitung gekommen, der zum Leben führt. Also das ist die andere Schrift, steht an unsere Frau gefragt, kennen alle Menschen erlöst worden. Jo, Christus hat sich selbst für alle gegeben zur Erlösung. Und hier lesen wir das. So ist der Sinn, der Sinn von den einen, der Verdammnis, so ist der Sinn von den einen, der Verdammnis, für alle Menschen, die kommen, ist so ist auch die Gleichheit von den einen, wie wollten das, Jesus in die Gleichheit. Für alle Menschen, der Reichweitung gekommen, die zum Leben einfach führen wird. So wird Gott sein Ziel und Plan für die ganze Menschheit erst, dort alle Menschen können gehalten worden. Lukas Kapitel 19, Vers 10, Jesus ist gekommen. Du fängst wie geschrieben, Jesus ist gekommen, zu segnen. Und soll ich dir merken, Wort verloren ist. Und dort alle zu der Erkenntnis von den Worten kommen können, oder sollen. Nur Hosea Kapitel 2, Vers 6, du hast erzählt, von dass Gott, weil er sein Volk beliert ist, dass er am Tchern und er nur kommen schaffen soll, und Tchern und so weiter. So, ich werde das Schrift und nicht lesen am Titel, aber bei Hosea Kapitel 2, Vers 6, ich werde das nur lesen. Nun ist er wie dort Volk Gottes, dort Missionsvolk dort halten soll, dort andere kennen, gehalten worden. Also das ist für alle Menschen, ist das Erlösungswerk möglich. Nun nehmen wir noch ein Zeit noch für die letzte Frau.
nu als die Frau das so nehmen, alle Menschen diese Erlösung an. Die Antwort sage ich, no, sie sind nicht alle dem Evangelium gehorsam. Römer Kapitel 10, Vers 3, du so lese ich eine Vers, wo der Antwort jeweils kriegt, diese Begründung kriegt. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die du für Gott gilt. Und sie sehen ihre eigene Gerechtigkeit abzurechnen und sind so die Gerechtigkeit Gottes nicht und ihr tun. Paulus, er fleht hier am Sinn falsch. Dann sagt er, wenn Wort sie dort nicht erkannt haben, Jesus der Rader für die ganze Welt, er sagt, du siehst dort, denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die du für Gott gilt. Dann sehen ihre eigene Gerechtigkeit abzurechnen und sind so die Gerechtigkeit Gottes nicht und ihr tun. Check mal, das ist ein ganz besonderes Lied für uns von der und wenn uns die eigene Gerechtigkeit im Stich steht. Also vielleicht fragen wir uns manchmal, woran bekehrt da der Mensch nicht? Woran bekehren sich vielleicht nicht alle Menschen? Oder vielleicht so war das Evangelium so, warum war das so klar hier haben? Woran bekehren sie sich nicht? Nehmen alle Menschen diese Lösung an? Nein, sie sind nicht alle das Evangelium gehorsam. Eigene Gerechtigkeit. Paulus hat hier so klar beschrieben, Gott sein Wort sagt dazu, der Kern der Gerechtigkeit, nicht der für Gott gilt, das ist Gottes Gerechtigkeit, Jesus' Gerechtigkeit. Und segnen so er eigene Gerechtigkeit abzurechnen, und sind, der Gerechtigkeit, und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht und ihr tun. Was meint eigene Gerechtigkeit? Eigene Gerechtigkeit meint das Krieg. Na, ich sende euch so schlimm. Ja, ich trinke vielleicht noch mal, aber kick bloß mal, wo mein Nuba, der Schwäuer oder der Nuba du im Dorf, wie viel Dollar der hat das ich? Und ich fahre noch in die Kirche und ich darf leider Geld in die Kirche nehmen. Dann kann ich noch niemals tun. Ja, ich lehne noch mal, aber ich kann noch niemals grob sehen, ich kann noch niemals gehört oder vielleicht noch jemand gemacht. Verstehst du wie? Eine Gerechtigkeit abstupseln. Wir sind besser als andere. Wir haben selbst noch was Gottes abzuwiesen. Das ist unsere eine Gerechtigkeit und das kann dann im Stich tun, sodass wir nicht Gottes Gerechtigkeit erkennen können. Und das ist doch der Trouble von der und wie viele Menschen, dass sie nicht kennen, die Gottes Gerechtigkeit erkennen, dass sie nicht kennen, bekehren und von ihnen geboren worden, wenn sie sich ihre eine Gerechtigkeit abzurechnen und so können sie dann Gottes Gerechtigkeit nicht erkennen. Drehen wir einmal Kapitel 5, du sollst Vers 18, du sollst auch noch eine Vers, was hier so angegeben ist. Und das sagt, du sollst es dort, aber das haben wir auch gelesen, ja, gut. Wir wollen 2. Thessalonicher 1, Vers 8. Dort werden wir lesen, dass das Krieg, dass nicht alle Menschen diese Erlösung annehmen dürfen. 2. Thessalonicher 1, Vers 8, das sagt, du sollst es dort. Und vier Flammen, Vergeltung zu euren und euch, der Gott nicht kennen. Und die nicht gehorsam sind dem Evangelium von unserem Herrn Jesus. Nehmen alle Menschen diese Lösung an? No, die sind nicht alle dem Evangelium gehorsam. Dort redet hier von ein vier Flammen Vergeltung zu euren und euch, der Gott nicht kennen und nicht gehorsam sind dem Evangelium. Nicht alle Menschen sind dem Evangelium gehorsam. Das Evangelium von unserem Herrn Jesus Christus. Gehorsam meint ihr auch einfach mein Willen unter den Willen von jemandem stellen. Gehorsam meint in dieser Hinsicht haben, ich stelle mich einfach unter dort, ich nehme dort an, was Jesus für mich getan hat. Die dort nicht tun. Die nehmen das nicht an. Einfach, und die das nicht gehorsam sind, das nicht vertrauen, die sind nicht dem Evangelium gehorsam. Woran nehmen nicht alle Menschen der Erlösung an, weil sie dort nicht weit? Vielleicht einige niemand so von hier getan, weil sie blind sind dafür, weil sie gefangen sind, vielleicht auch wenigstens zwei Mächte in ihren Sand, die uns herrschen wollen, besonders schon, wie wir bekehrt sind, dann haben wir den Golden Gas in uns, und sie sind nicht in der Tür, die kämpfen so einer oder andere in jenen, nur Galater Kapitel 4, Vers 17. Und Jesus ihnen macht, und der Tag erst du, und der Tag freiwillig, Satan sie macht, Tag über Grotten Iva. Jesus folgt uns, wenn wir ihm nicht folgen. Jesus verfolgt uns nicht, wenn wir ihm nicht folgen, sondern er kommt uns hingeron und läuft und lud uns, oder folgt uns und lud uns und läuft an, und mit Leuten an, nur um zu kommen und um uns unseren Heiland anzunehmen. Satan du jenüber verfolgt uns, wenn wir ihm nicht folgen. Und dort, der ich Frieden fährt und der ich Addiktion ist und so wieder einfach. So, wir sind über von der und so wie bei der letzte Frau und Umfeld gekommen von der und so tut die Fut einmal her, wie sein da. Wir haben gehört in der letzten zwei Lektionen von der Sendung von den Helden der ersten der allgemeine Genot. So, wir haben gesehen, was gekommen ist, nur dem aus dem Geschenk aus Jesus im Himmel gefahren wird. Da passiert am Pfingsttag, wo die Üche guten war. Und nicht bloß für die Apostel, sondern auch für mich und für die. Und wir haben gekriegt, was den Helden der ersten wirken ist in der Gläubige. Und was der Apostel anders gewirkt hat aus mir und die von der und nicht bloß für das Volk Israel, sondern auch für alle Menschen.
Und Gott will, dass alle Menschen sollen selig werden und alle Menschen kennen. Und gerade wenn man sich an ihm dann über den Namen, dort nicht alle anwählen, sie dem Evangelium nicht gehorsam sind. Und mich an, ich muss nach ganz kurz ein klein bisschen zu dir noch was zu sagen, krieg, von den Heiligen Jesu schreien. Das dürft ihr von dir hier auch die Irrlehre der Band zu sein, dass sie das vermixen dann mit, wenn du den Heiligen Jesu kriegst, beim Taufen, da kommen wir noch einmal ab, wenn wir waren von der Wutertaufe krieg haben, oder dass du mit den Heiligen Jesu mal getauft worden, dann musst du nur deine Bekehrung wahrnehmen, dann musst du noch einmal, was grautet, erleben, wo du mit den Heiligen Jesu getauft warst, und dass du mit den Heiligen Jesu fallbarst und so weiter. Zu dem will ich ein bisschen mit dir Wort sein. Das Wort von dir und sehr gemixt, dahin auch gebracht. Und ich kann euch was dazu sagen, wenn wir zum Glauben kommen, von der Apostelzeit in wieder fängt wieder an, wenn wir zum Glauben kommen, ich weiß auch einfach statt in 14, dann kriegen wir den Stempel, oder dann wollen wir hier Stempel, oder getätigt, oder dann kriegen wir den Heiligen Jesu einfach so. So, da braucht nicht noch, dass wir uns mit der Wut der Taufe taufen lassen, um den Heiligen Jesu zu kriegen, oder dass uns für uns hängen bleibt, oder wie noch uns eine besondere Predigt halten, einen besonderen Prediger vielleicht besiegen, und uns wird, ja, dass wir noch besonders durchbeleben, damit den Heiligen Jesu getauft werden. Ich habe von dir nach der Lehre so, du musst dann noch einmal gerautet beleben, du musst den Prediger anhalten, der wird dann vielleicht durch den Mike durchpüßen, dann wirst du anfallen, und dann wirst du dir vielleicht versuchen, so lange besinnungslos auf den Flur legen, und dann wirst du getauft worden mit dem Heiligen Jesu. Alle hatten Wunders, und Tekens wird Menschen abmerken, dann so wird von dir aufgedreht, und so wieder, was dann glauben wird, taufen mit dem Heiligen Jesu ist. Und taub die Futter, wie sein Tritt, getauft war wie mit den Heiligen Jesu von der anderen Zeit. Wenn wir zum wahren Glauben kommen, dann schrieb wir einfach den Heiligen Jesu. In der Apostelzeit, du hast Gott das besonders getan, am Fehler du zu bestätigen, das heilt sich von den Juden, der hat die Juden zum Glauben zu bringen, durch Tekens und Wunder, und dort hat auch von der Apostel wiedergebracht war, deswegen müssen sie den Hänger bleiben bei einigen, so dass sie können den Gruf von den Heiligen Jesu hin, und müssen sich taufen lassen, dass sie können den Heiligen Jesu hin, dass wir in der Apostelzeit, wo das ewig schwitzen Leute vom Alten Testament und hier im Neuen Testament nennen. So, das Wort von der und dahin untergebracht, zum wahren Glauben kommen, wahre Geburt, wann wir den Heiligen Jesu kriegen, und mit den Heiligen Jesu taufen lassen, und getauft werden mit den Heiligen Jesu, und so wieder. Und mir hat hier ein bisschen Tibet hier ein, wieder zu sein, sogar R.A. Torrey, das ist mit fremder Nomen für uns. Aber heute wir ein ehemaliger Präsident von Modi. Modi ist ja ein besonderer Kirchenführer oder ein großer Evangelist, der war es in der Zeit, wo er gelebt hat. Und heute hat eine Bibelinstitution. Und das sogar Torrey, heute wir einmal der Präsident von dieser Bibelinstitution. Und er hat viel geliebt und hat Papier geschrieben. Und er erklärt, vers ihm dort, dass an der Zahl Leute dort, dass er in dort hat die Begriffe von Taufe und erfüllt worden mit dem Heiligen Geist und seinen Unrecht und in der Bege, was er geschrieben hat, verwechselt hat. Also er hat das vermischt. Und heute hat er gestorben, dann bekannt er dort noch den anderen Leuten, dort hat er so gemixt hat in seine Bege von der Wut der Taufe und von der Feld sein mit dem Heiligen Geist, aber auch mit einfach den Heiligen Geist stehen. Und da einfach Leute hören so. Er sagt dort einer, er starb. Dort mit was er in ihr Recht hat, was er weggeschrieben hat, da hat er dort gemixt von der Wut der Taufe und von den Heiligen Geist stehen, aber auch gefällt sein mit dem Heiligen Geist. Die Taufe mit dem Heiligen Geist, die kriegen wir, wenn wir uns bekehren dann in der Feld wollen, wo wir durch die jederdasche Hingabe und Gott uns leben, dass wir uns jeden Tag aufgeben, Hand geben, wir geben alle Bereiche von uns Leben, geben wir oft und Gott, und so kann der Heilige Geist mehr und mehr totreizieren für uns, und so wo wir mehr und mehr erfällt von dem Heiligen Geist. Jetzt ist ein Thema, wo du von dir und viel musst du erst, du brauchst vielleicht den Jahren dort, die wollte zu beleben, oder vielleicht so und so eine Leute singen, so und so eine Musik, die unheimlich, und dann kannst du gefällt worden mit dem Heiligen Geist. Und ich sage immer so, steht, wenn wir zum Beispiel studieren wir den ganzen Tag von Cellular. Was hat die Welt alles für Cellulares gemerkt? Wann fängt das an? Wann fängt da an? Was fängt da an? Was fängt da an? Und am Ende vom Tag, dann würde ich ganz voll Cellular sein. Wann ich mit Gott zu tun, mit seinem Wort studieren und so weiter, dann würde ich ein Fall vom Heiligen Jesu sein. Mich aufgeben. Das geht nicht an, wo ich kann mehr vom Heiligen Jesu sein, das ist nicht das Wichtigste, sondern erst wo kann der Heilige Jesu mehr von mir haben, und so wo wir gefällt sind, einfach mit dem Heiligen Jesu. Und noch ganz kurz, und klimmt ihr das gleich. Wir lesen zum Beispiel
du wo wir in Himmel abkommen, wenn wir bei der Taufe sind, von der Wutertaufe krieg, zum Apostel 5, Vers 38, zu den Juden, da redet Gott, dass wir krieg in der Übergangszeit vom Alten Testament in den Neuen Testament nennen, zu den Juden sagt Gott, in Apostel 2, Vers 38, sie sollen umziehen, und meinen so viel aus Büße tun, sich taufen lassen, zum Vergebung für ihre Sünden kriegen, und dass sie den Gott vom Heiligen Geist können kriegen. Und wir sollen durchaus, dort in der Apostelgeschichte, Gott mit jeder Falt ein Port umgehen dein, für diese Überkrieg, das soll bestätigt worden, was wir prophezeit waren, die Autorität haben der Apostel, Jesus seine Jünger ganz besonders. Dann in der Apostelgeschichte 8, wo ich schon was zu sagen, der du lest, wie die Samariter wie zum Glauben gekommen, haben sich taufen lassen und haben aber noch nicht den Heiligen Geist kriegen. Die mussten der Apostel hängen ableihen, dass sie können den Gott von den Heiligen Geist kriegen. In der Apostelgeschichte 2 lese ich wie, die glauben dort dann, und die kommen zum Glauben, dann war der Heilige Jesus, kriegen sie den Heiligen Jesus und dann leiten sie sich taufen. Hier werden sie zum Glauben gekommen, haben sich taufen lassen, haben noch nicht den Heiligen Jesus gekriegt und dann muss ein Apostel kommen. Hang up line und dazu einfach können so die Gruppe von den Heiligen Jesus kriegen. Und dann in Kapitel 10, du sie sagen wohl bei den Heiden, Völker, in Apostelgeschichte. Und du lesen wir auch bloß das Krieg. Ich lese dort einfach so steht. Apostelgeschichte 10, Vers 44 und wieder. Während Petrus nach der Wirt redet, fällt der Held Jesus ab alle, die dem Wort zuhören. Und der Gläubige waren die Juden, die mit Petrus gekommen wären, und sagten sich, weil auch die Herden, die Gott von dem Helden Jesus ausgegoten war, denn sie hören dort sie in Zungen reden und Gott hochpriesen. Du antwort Petrus, kann auch jemand, der dort Wut, der die Wutertaufe werden, die durch den Helden Jesus gekriegt, dann kriegst du es wie. Hier so wie in all den Herdenfeldern, wie hier und hier, sie waren gläubig dem Wort, der Held Jesus voll ab ihnen drauf, in dann Leuten sich taufen. Bloß um das zu begründen. Die Taufe bringt nicht den Heiligen Jesus. Taufe ist nicht wahre Geburt. Taufe wascht uns nicht von Sünden rein. Und wir darf noch nicht von irgendwem eine Predigt hier oder hängen abgelacht worden, ob wir die Kinder gerufen von dem Heiligen Jesus stehen und so weiter. So mit der Apostel deut Gott das über ganz besonders bewirken, um dort zu bestätigen, dort die volle Autorität haben. Und dort das kriegt eine Übergangszeit wie wo die Bibel noch nicht fordert wird. Fehler soll bestätigt werden, Prophezeiungen. Und das soll ganz besonders bestätigt werden, dass der Apostel Autorität hat und der Bibelbuch wird noch nicht fordert. Und nun wird der Bibelbuch fordert und die Brücke hat diese Gruppe vom Apostel nicht mehr. Und das war, was gesagt haben von der und in dieser Lektion ganz besonders, damit wir Grund haben und nicht glauben, wenn Menschen ankommen, sein ich sei ein Apostel oder kann so und so eine Tegens in Wunderstone. Dort Brücke Gott, der tut ganz besonders, und über Gott ist derselbe Gott, er kann derselbe Dinge tun, wenn er dort will, von der und er kann all das selbe tun, kranke, gesund merken, dass der Tag, wenn er dort vergötet, aber nicht über Sünde weiß, er wie der Apostel dort, und er kann auch Todes abwarten, wenn er dort will, besonders geistlich, und er dort nicht körperlich, der Tag von der und nicht, wenn es der Bibel bürgt, als vor dich nicht von der und als die Bibel vor dich, und er werden, sollte wir einfach kindlich glauben und vertrauen, was in der Bibel bei geschrieben steht, und dort wie Tegens hat er wunderschön, denn dort wünscht Gott in jedem einen, dort wünscht euch auch, und ich wünsche ihn Gottes Segen auch im Nudenken. Wir sind so am Schluss gekommen, im Jahr nach Karpet Jüntung zu beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns diese Stunde geschenkt hast. Wir haben können nur denken über, was der Heilige Geist und der Apostel ganz besonders gewirkt hat. Wir haben den ungeschätzten Segen von dir und wo der Heilige Geist du uns gewirkt hat, aus in jedem einen von uns von dir. Wir danken dir dafür, dass du von dir noch derselbe Gott, dieselbe Herr, der Allmacht, der Beste, die kostet von dir noch dieselbe Dinge tun, die du dann deutst, aber die brauchst du nicht mehr, die wirkst du dann nicht mehr, direkt in dem Sinne, dass du mit der Apostel tun hast, wenigstens von dir aus der Bibelbuch vor dich, und wir sollen glauben, kindlich glauben und vertrauen, was in dem Wort geschrieben steht. Wir danken dir besonders dafür, dass du diese allgemeine Genug, die Sendung von dem Heiligen Geist, dass du dir vor allem hast, nicht bloß für das Volk Israel und nicht bloß für den Apostel, sondern noch wieder von dir und deren Herrn. Ich danke dir besonders dafür, dass wir das in jeder Tag sehen, was auch im Nu denken. Wir beten dort in Jesu Namen. Amen.